1943. Der Führerfanatiker, Nazi und Geschichtsprofessor ohne Studium, Johann von Leers, ist davon überzeugt, dass sich einige Koranstellen im Heiligen Buch der Muslime auf Adolf Hitler beziehen. Nach dem Zweiten Weltkrieg flieht er nach Ägypten und konvertiert zum Islam. Er verbringt den Rest seines Lebens damit zu beweisen, dass Hitler der sogenannte Mehdi, also der Messias und Erlöser der Muslime in der Endzeit sei.